Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Halloween-Look. Ich starte mit Foundation und Concealer, um mein Gesicht zu ebnen, um es dann später so richtig schön verunstalten zu können, und pudere dann alles gut ab. Als nächstes nehme ich mir einen roten Lidschatten und trage diesen auf dem gesamten beweglichen Lid auf. Dann nehme ich mir einen schwarzen Kajal und verteile diesen auf meiner unteren Wasserlinie. Als nächstes ziehe ich mir dann einen Lidstrich und der kann, wenn ihr möchtet, auch gerne etwas krasser sein. Wir haben schließlich Halloween. Falsche Wimpern sind absolut kein Muss, aber ich wollte meinem traurigen Augenaufschlag noch ein bisschen mehr Ausdruck verschaffen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann tusche ich mir meine Wimpern und verbinde somit die falschen mit den echten. Als nächstes habe ich mir meine Aquapalette zur Hand genommen und habe versucht, die schwarze Farbe so flüssig wie möglich hinzubekommen. Dann habe ich diese am unteren Wimpernkranz verteilt, sodass es aussieht, als hätten Tränen die Mascara verschmiert. Ich war der Meinung, dass wohl niemand kampflos aufgeben würde, wenn einem der Mund zugenäht wird, und deshalb habe ich mir noch mit rotem und schwarzem Lidschatten einen frischen Bluterguss auf meine Wange geschminkt. Wenn euch das zu viel ist, könnt ihr das aber auch gerne weglassen. Und hier habe ich mir rote und schwarze Aquafarbe gemischt und sie dann auf meinen Lippen verteilt. Das habe ich dann mit gleichfarbigem Lidschatten und einem fluffigen Pinsel ein wenig mehr verschmiert, sodass es echter aussieht. Dann habe ich mir auf der Ober- und Unterlippe je 4 rot-schwarze Punkte verteilt, eben genau an den Stellen, wo später die Nähte sein werden. Um eben diese Nähte darzustellen, habe ich mir kurze Stückchen Nähgarn abgeschnitten und diese dann mit Wimpernkleber auf meinen Lippen befestigt. Übrigens habe ich über jede Klebestelle noch extra Kleber drüber gegeben, einfach damit es besser hält. Als alles trocken war, habe ich dann mit roter und schwarzer Aquafarbe den Mund noch etwas blutiger geschminkt und dann noch etwas Lidschatten darüber verteilt. Meine verlaufende Mascara hat mir noch nicht hundertprozentig gefallen, deswegen habe ich da noch etwas nachgebessert. Und dann wären wir auch schon fertig. Das Ganze war für mich ein kleines Experiment. Ich wusste nur, dass ich den Mund zugeklebt haben wollte. Und der Rest ist einfach völlig spontan entstanden. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie das für euch aussieht. Also als was ihr euch mit diesem Make-up verkleiden würdet. Meiner Meinung nach sieht das Ganze wie ein Entführungsopfer aus. Aber das sieht ja jeder anders. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr mich bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachschminken und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!